Hallöchen und ganz herzlich willkommen zum fünften Teil unserer PMDG-Videoreihe zur 737 im MSFS. Und wir sind, wie im letzten Video schon angekündigt, jetzt im Anflug auf Hamburg. Durchfliegen gerade die 10.000 Fuß, sind auf dem Weg nach Nolgo. Das Constraint Flightable 110 or below von Nolgo halten wir damit auf jeden Fall ein. Und wichtig ist, unter 10.000 Fuß auf jeden Fall die Landing Lights einschalten und spätestens jetzt auch nochmal kontrollieren, dass die Seatbelts eingeschalten sind. Wenn wir jetzt vom Lotsen auf eine Altitude geklärt werden, dann würden wir noch einmal unsere Altimeters umstellen und die einmal vorlesen. QNH is set 1007 hectopascal, passing 9500 feet. Now, und dann würden wir auch einmal gucken, dass auf dem Standby-Instrument das gleiche steht. Mit dem Knöpfchen hier oben könnt ihr übrigens auch hier zwischen Inch in der Quecksilbersäule und hectopascal hin und her wechseln. Wenn die Altimeters gelesen wurden, können wir auch unsere Approach-Checkliste lesen. Die da wäre Altimeters 1007 Approach Checklist completed. Und dann haben wir last but not least dann später nur noch die Landing Checklist. Und dann geht es jetzt weiter runter auf 3000 Fuß. Wir wollen hier später auf der Runway 23 landen, also von hier hinten kommend auf dieser Bahnrichtung. Wenn wir jetzt weiter Höhe verlieren, machen wir einen kurzen Schnitt und wir sehen uns dann wieder, wenn wir auf den Endanflug für die Runway 23 eindrehen. Wir sind jetzt durch 5000 Fuß durchgeflogen, haben gleich unsere 3000 Fuß erreicht. Ihr seht, wir verlassen jetzt den Gegenanflug hier, drehen jetzt links herum und gehen dann auf das Final für die Runway 23. Ihr seht hier auf dem Navigation Display als gestrichelte Linie nochmal unsere Extended Centerline eingezeichnet, die Boeing übrigens automatisch hier hinterlegt. Und wenn wir jetzt noch knapp 1300 Fuß zu verlieren haben, nach Pisuat sind es noch ungefähr 5 Meilen, dann sind wir ganz gut in unserem Profil unterwegs. Wenn ihr möchtet, können wir das letzte Stückchen auch gerne noch mit Vertical Speed sinken. Dann können wir nämlich selber so ein bisschen kontrollieren, wo unsere Geschwindigkeit ist, gerade unterwegs ist. Sollte uns der Lotse jetzt zum Beispiel sagen, okay, da ist Traffic vor uns unterwegs, wir sollen jetzt bitte schon 180 Knoten fliegen, dann können wir jetzt schon mal ein bisschen langsamer machen. Geht so mit ungefähr 1000 Fuß pro Minute herunter und dann sollte langsam unsere Geschwindigkeit abnehmen. Währenddessen drehen wir hier auch in den Endanflug ein. Unser ILS ist mittlerweile identified. Ihr seht, wir sind ganz leicht unter unserem Gleitslope unterwegs. Hier seht ihr den Identifier vom ILS, India Hotel, Hotel Whiskey mit 228 Grad. Und wir sind aktuell noch 15 Meilen knapp davon entfernt. Können wir damit mal vergleichen mit unserer DME Mileage von Alster. Das steht hier unten rechts, wo wir das getuned haben. Und zwar sind das aktuell noch 13 Meilen, passt also ganz gut. Wenn wir dann auf den Localizer zufliegen, können wir als erstes den Localizer schon mal armen. Dann wechselt der Flieger in VOR Lock, folgt also dem Localizer. Wir fahren schon mal Klappenstufe 1. Reduzieren weiter die Geschwindigkeit. Wenn ihr jetzt merkt, okay, mein Flieger wird einfach nicht langsam, weil er gerade vielleicht sehr leicht unterwegs ist, dann könntet ihr auch noch ein bisschen Speedbrakes dazu nehmen. Für uns sollte das aber ganz gut passen. Und dann kommt auch der Glideslope langsam rein, das heißt, wir aktivieren den Approach-Modus und fahren weiter die Klappen aus. Flaps 5. Und dann fängt der Flieger den Glideslope ein und folgt ihm jetzt auf die Bahn herunter. Hamburg liegt ziemlich genau auf Meereshöhe, das heißt, wir sind jetzt noch 2800 Fuß über dem Platz. Das passt ganz gut. Reduzieren weiter die Geschwindigkeit. Flaps 10. Unsere Engine Start Switches müssen wir genauso wie zum Takeoff auch hier auf Continuous stellen. 2500 ist checked. Dann können wir das Fahrwerk ausfahren, Gear Down, Flaps 15. Die Runway Turnoff Lights schalten wir ein, wir armen unsere Speed Brakes. Und dann können wir auch schon auf unsere Anfluggeschwindigkeit reduzieren. Die können wir auch hier nochmal nachgucken auf Inner Draft. 132 Knoten, die drehen wir hier oben also ein. Und können den Flieger dann auch in die Landekonfiguration bringen. Flaps 30. Wenn wir den Flieger dann in Landekonfiguration haben, dann lesen wir noch unsere Landing Checklist. Engine Start Switches sind auf Continuous. Speed Brakes können wir hier oben mit dem grünen Licht nochmal kontrollieren. Sind gearmt. Landing Gear ist down. Und Flaps 30 Green Light. Landing Checklist completed.
und dann sehen wir die Landebahn 2-3 in Hamburg vor uns und dann können wir das Baby da jetzt schön runterschaukeln. Da das schönste Fliegen ja immer noch das von Hand ist, würde ich jetzt das Flugzeug einmal von Hand übernehmen. Beim Autothrust ist es wichtig, dass ihr euren Thrustlever mit dem Autothrust synchronisiert. Beim Airbus bleibt er ja immer in der gleichen Notch, in der Boeing bewegt er sich mit hin und her. Und deshalb kann man sich hier bei der PMDG diesen blauen Kringel über das FMC in den Settings einstellen und damit den Thrust mit den eigenen Schubhebeln zu synchronisieren. Dann schalten wir den Autopiloten aus. Und denken auf jeden Fall dann auch dran, den Auto-Throttle mit auszustellen. Dann können wir hier ganz normal unserem Flight Director weiter folgen. Landing-Checkliste haben wir gelesen, wir sind auch cleared to land. Und da wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei der Landung. Continue. Spoilers, reverse. Und wir bremsen ab. Autobrake 3. Sixty Knots, Reverser gehen wieder rein. Autobrake können wir auch raustreten und dann heiße ich euch ganz herzlich willkommen in Hamburg. Den gewünschten Exit haben wir leider nicht geschafft. Wir waren ein bisschen floaty unterwegs bei der Landung, aber ich glaube, mit der können wir zufrieden sein. Verlassen die Bahn hier nach links und dann haben wir unseren ersten Flug gemeinsam in der PMDG 737 geschafft. Gerade wenn man vom Airbus kommt, ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig erstmal mit der Boeing, weil man halt viel mehr selber machen muss, weil man selber trimmen muss, weil das Fly-by-Wire-System einen beim Fliegen natürlich unterstützt. Das alles hat man hier in der 737 nicht. Nichtsdestotrotz ist es ein Flugzeug, das unglaublich viel Spaß macht und was ich jedem nur empfehlen kann, sich früher oder später zuzulegen. Wenn wir von der Bahn runter sind, dann machen wir ein paar Items. Das kann man normalerweise während dem Taxi machen. Hier im Simulator ist es immer ein bisschen schwierig, weil man selber halt Texeln und das Aufräumen gleichzeitig machen muss. Deswegen halten wir einmal ganz kurz an, fahren die Speedbrakes wieder ein. Unser TCAS geht aus, beziehungsweise wir schalten das auf XPDR. Damit bleibt unser Transponder weiterhin aktiv, aber das TCAS ist deaktiviert. Die Landing Lights gehen aus, damit wir nicht alle hier auf dem Vorfeld blenden. Die Runway Turnoff Lights gehen ebenso mit aus. Taxi Lights gehen an. Wir können auch die APU schon mal starten. Und die Position Lights gehen auf Steady. Und auch nicht zu vergessen, unsere Engine Switches gehen wieder in die Off-Position. Dann geht es jetzt für uns einmal links herum auf den Taxiway Delta One. Dann müssen wir einmal später noch über die Runway 33 drüber. Und dann sind wir auch schon am Terminal und haben unseren ersten Flug gemeistert. Das soll es für diesen Videoteil gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Anflug und die Landung hat euch gefallen und ich hoffe, ihr konntet wie immer ein bisschen was mitnehmen. Wenn noch Fragen übergeblieben sind, lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch freuen oder ihr schaut einfach gerne mal in einem meiner Livestreams vorbei. Da können wir eure Fragen nämlich auch immer direkt beantworten. Einen weiteren Teil wird es von dieser Serie noch geben. Wir werden also das Flugzeug jetzt noch zum Gate bringen und im nächsten Teil werden wir es dann noch herunterfahren und so ausschalten, dass es wieder so ist, als wäre es im Cold and Dark. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachfliegen und always happy landings.